Jetzt stellen wir uns mal ganz kurz eine schreckliche Welt vor, in der Fußball nie erfunden worden wäre. Okay. Was wäre dir in dieser Welt noch wichtig? Woran denkst du noch, wenn du das Wort Liebe hörst, außer an Fußball? Und ja, meine Frau natürlich, ne? Und an meinen Hund, an meine Eltern und an Fußball. Das Kribbeln, die Gänsehaut, wenn es losgeht, wenn das Tor kommt, wenn der Jubel kommt oder auch, wenn man halt wirklich mal verliert. Hi, ich bin Cornelius und ich will von Menschen immer wissen, was sie lieben, was ihnen im Leben wirklich wichtig ist. Heute suchen wir die Liebe im Landespokal in Thüringen, FC Schweiner Gumpelstadt gegen Rot-Weiß Erfurt. Los geht's. Ja, hi. Ich heiße Cornelius. Ich heiße Sven, hi. Hi Sven, freut mich, dich kennenzulernen. Ja, danke. Woran denkst du als erstes, wenn du das Wort Liebe hörst? Als erstes, wenn ich das Wort Liebe höre, denke ich an meinen 9-jährigen Sohn, der leider heute nicht dabei sein kann, weil er im Urlaub ist. Ja. Und als zweites natürlich Liebe, mein Fußballverein, ja. SG Schweiner, Glücksbrunn, Gumpelstadt. Jetzt Spielgemeinschaft seit diesem Jahr. Ja. Fangen wir mit dem doch mal an. Warum ist das dein Verein und kein anderer? Weil ich als Kind schon in diesem Verein gespielt habe. Jetzt kann ich oder darf ich leider nicht mehr spielen, ja. Hat eine Verletzung am Fuß und bin beruflich auch in Bayern bei der Bundeswehr. Und schafft das zeitlich halt nicht. Ja. Aber ich versuche so gut wie möglich jedes Spiel mitzureisen oder hierher zu den Heimspielen zu kommen. Was macht diesen Verein heute für dich so besonders? Was zeichnet ihn aus? Für die Region ist das wunderbar. Ne? Wir sind ja quasi mit dem Verein in Thüringen oder auch überregional, ich arbeite ja in Bayern, sind wir ja so bekannt, dass unsere Mannschaft so stark und kampfstark auf dem Platz ist. Das ist ja unglaublich. Was macht Fußball zum besten Sport der Welt? Die Gemeinsamkeit, das Kribbeln, die Gänsehaut, wenn es losgeht, wenn das Tor kommt, wenn der Jubel kommt oder auch, wenn man halt wirklich mal verliert, dass der Zusammenhalt trotzdem noch. Und man tut seine Jungs oder seine Mannschaft genauso weiter anfeuern, wie auch wenn wir gewinnen. Wir sind immer ein Verein. Jetzt hast du vorhin schon neben der SG, jetzt muss ich mal draufstehen, SG Glücks. SG Glücksbrunn Schweiner, das ist noch ein alter Schal. Ah, ich wollte gerade sagen, wir werden stottern gerade. Ja, genau, das ist der alte Schal. Weil aber das zeichnet ja die echten Fans aus, dass sie alte genau. Schals haben. Genau. Jetzt hast du vorhin außer dem Verein schon deinen Sohn erwähnt. Ja. Was hat die Geburt deines Sohnes in deinem Leben verändert? Also das ist was ganz Besonderes, weil ich war bei der Geburt ja dabei. Ich habe die Nabelschnur mit durchgeschnitten. Und es gibt mir Kraft. Es ist schön zu sehen, wie das Lebewesen heranwächst. Der ist 9 Jahre alt und ja, also wunderbar. Auch gern, dass er halt auch gern Fußball spielt, auch mit mir zusammen, ne? In der Freizeit, ja. Was ist dir wichtig, deinem Sohn zu vermitteln? Niemals aufgeben. Immer kämpfen. Auch wenn das Leben mal nicht mehr so ist, wie es mal war. Ne? Auch wenn man zum Beispiel mal eine Liebe verliert im Leben, was bei mir jetzt leider gerade der Fall ist, aber trotzdem weiter kämpfen. Wie schaffst du das in so einem Moment, wenn eine Liebe kaputt geht, so zu denken und nicht dich zu Hause einzuschließen und die Vorhänge runterzulassen? Ja, das macht ein Stück weit auch mein Beruf als Soldat. Also da ist man ja quasi, ich bin jetzt schon 12 Jahre Soldat und habe auch noch ein paar Jahre vor mir. Da ist man darauf ausgebildet, also dass man nicht aufgibt, sondern dass man kämpft, auch wenn es mal nicht so läuft, wie es läuft. Aufstehen und Krone richten, sagt man so schön, Krönchen richten, genau. Ist denn, wenn du bei der Bundeswehr bist, auch, hast du auch sozusagen eine Liebe zum Dienen? Das finde ich immer so interessant. Also ich finde den Begriff Dienen immer, dass der einen schlechteren Stand hat, als er eigentlich haben sollte. Für mich persönlich, ich denke da nicht zuerst an die Bundeswehr, aber ich finde generell zu dienen etwas Ehrbares und, ja. und Gutes. Liebst du, also was liebst du an deiner Arbeit? Die Kameradschaft auch, so ähnlich wie hier auch auf dem Fußballplatz am Wochenende. Dann das Ansehen, was jetzt auch durch in der letzten Zeit in der Bundeswehr wieder höher geworden ist, draußen von den anderen Menschen. Gerade in Bayern, wenn du mit Uniform da in Bayern einkaufen gehst oder bist mal draußen, die sagen, du machst einen guten Job, mach weiter so. Also das ist schon auch echte Liebe, sagt man so. Ja. Wie sieht denn Kameradschaft, höre ich immer als Begriff, wenn ich mit Soldaten rede. Da ich selber keiner je gewesen bin, weiß ich immer gar nicht, was das genau bedeutet. Also wie füllt sich das Wort aus? Nicht nur im dienstlichen Sinne. Ja. Auch wenn es mal ein Problem gibt zu Hause oder wenn mal irgendwas passiert ist, man hat irgendwie auch so einen dummen Zufall, einen Verkehrsunfall oder und. Also bei uns ist das so, wir helfen uns immer. Wir stehen immer für den anderen ein. Also in unserer Einheit ist das richtig gut. Ja.
Und würdest du, das interessiert mich auch immer, wenn ich mit Soldaten spreche, ja. Ist das so, dass man für die eigenen Kameraden im Zweifel auch sein Leben geben würde? Ja. Aber das ist schon krass, oder? Das ist krass, aber ich bin jetzt, wie gesagt, schon 12 Jahre in der Einheit. Da wäre das schon so, ja. Und das würden die anderen auch für dich machen? Das kann ich nicht sagen, da müssen wir die anderen befragen. Die sind nicht hier, ne? Nein, die sind nicht hier, ja. Nochmal kurz zurück, also du hast den Fußball, du hast deinen Sohn, du hast deine Arbeit. Wenn dann eine Liebe weggeht, ist man da sozusagen auch noch, weil man genügend Halt hat mit seinen anderen Lebenssachen, trifft einen das dann doch gar nicht so sehr oder ist es schon auch was, woran du zu knabbern hast? Es trifft einen auch sehr, aber meine Familie wohnt ja auch hier im Nachbarort. Ja. Und ich habe auch ganz gute Eltern und mein Bruder ist ja auch mit dabei. Alle halten zusammen, genauso wie bei der Bundeswehr, auch im familiären Leben. Und das ist gut so. Fehlt dir irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, so, das ist wirklich scheiße? Nö. Schön, oder? Nö, momentan nicht. Momentan finde ich richtig gut alles mit. Vielen Dank für deine Zeit und ein gutes Spiel. Ja, danke. Jetzt holen wir erstmal ein kühles Bierchen. Danke. Ja. Ciao. Ja. Hi, ich bin Cornelius. Lina, hi. Freut mich, hallo Lina. Wir reden über die Liebe. Ja. Über die Liebe, wozu auch immer, das kannst du eigentlich frei entscheiden. Woran denkst du denn? Da würde ich mich zum Fußball, die Liebe zum Fußball. Wie sieht die bei dir aus? Die sieht aus, dass ich den Großteil meiner Freizeit auf dem Sportplatz verbringe. Wie ist es dazu gekommen? Also ich habe selber lang Fußball gespielt, dann habe ich in meinem Heimatverein Wacker Gotha angefangen, so nebenberuflich ein bisschen zu arbeiten. Und dann hat es hauptberuflich bei Rot-Weiß Erfurt geklappt. Und was machst du da? Die physiotherapeutische Betreuung, neben dem Platz, auf dem Platz, beim Training, all das, was dazugehört. Und warum machst du das gerne? Du bist Teil eines Teams, das ist der Mannschaftssport. Die Jungs sind dankbar, du kommst in die Kabine, jeder gibt dir die Hand. Hey Lina, wie geht's dir, wie war dein Wochenende, schön, dass du da bist. Und du verlierst zusammen, du feierst zusammen und... Ja, diese Liebe, also wer Fußball liebt, der weiß da, wovon ich rede, auf jeden Fall. Wie sehr bestimmt diese Liebe zum Fußball dein Leben? Also du könntest, so wie du klingst, du könntest nicht mit einem Mann oder mit einer Frau oder mit wem auch immer zusammen sein, der oder die nichts mit Fußball zu tun hat. Nee, das stimmt. Also das kann ich mir schwer vorstellen, weil es fängt Montag an und hört Sonntag auf. Jetzt stellen wir uns mal ganz kurz eine schreckliche Welt vor, in der Fußball nie erfunden worden wäre. Okay. Was wäre dir in dieser Welt noch wichtig? Was? Wem oder was gilt deine Liebe noch außer dem Fußball? Natürlich meiner Familie, meinen Freunden, die da immer hinter mir stehen, mich unterstützen, sich auch für mich freuen. Ja, die auf alle Fälle. Bin ich natürlich noch neugierig auf das eine Tattoo, auf dem in Englisch steht, alles wird gut sein, wenn es zu Ende ist. Ja. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Das war schon immer mein Motto. Wie bist du darauf gestoßen? Das ist tatsächlich ein Satz, den meine Mama schon von klein auf immer zu mir gesagt hat. Lina, alles wird gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist noch nichts zu Ende. Das ist das Wichtigste, was du je gehört hast? Ja, schon. Wie? Also es heißt ja immer weitermachen und irgendwann nach jedem Regen kommt auch wieder Sonnenschein und so lebe ich. Schön. Ja. Danke für das Gespräch. Gerne. Und so. Danke, gutes Spiel. Mich jetzt. Jungs. Ciao, ciao. Schön, dass ihr hier seid, schwer bepackt. Da legt man am besten sofort los. Wir reden hier über alle möglichen Formen der Liebe. Woran denkt ihr als erstes, wenn ihr das Wort Liebe hört? Na, Liebe gibt es in ganz unterschiedlicher Richtung natürlich. Wenn man einmal hier natürlich vor Ort sind, kann es natürlich ein Hobby sein, was man liebt. Ja, man liebt seine Familie. Das ist, denke ich mal, die erste Liebe, die man als Kinder auch spürt. Ja, die Familienliebe. Und natürlich auch die Liebe dann am Ende, ob zwischen Mann und Frau oder gleichgeschlechtlich, ja, auf diese Form. Ja, also Liebe kann sehr unterschiedlich sein und hier in der Kombination natürlich erlebt man drei verschiedene innerhalb einer Familie. Ja, auf der einen Seite der Sport, aber eben auch zwischen uns und zwischen den Kindern. Fangen wir bei euch mal an. Wie habt ihr zwei denn eure Liebe gefunden? Über Freunde tatsächlich. Also schon auch eine ganze Weile her. Willst du zum Tata?
Genau, also eigentlich aus dem Freundeskreis raus. Wisst ihr noch, wie das war? Oder ist das so lange her, dass man das gar nicht mehr in Erinnerung hat? Na, wie gesagt, also man hat sich halt im Freundeskreis ja sowieso häufig gesehen und irgendwann hat sich dann dazu entwickelt, dass das mehr daraus wurde, aus Freundschaft irgendwann Liebe wurde, ja. Genau. Warum er und kein anderer? Weil er mich einfach versteht, so wie ich bin und mich auch so nimmt. Mich gelegentlich natürlich auch auf die Palme treibt, aber ich ihn auch. Wusstet ihr sofort, dass ihr eine Familie werden wollt, Kinder bekommen wollt, dass euch das wichtig ist? Dass uns das grundlegend wichtig ist, ja, aber nicht, dass es bei uns erstmal dahin führt. Also das war schon eine Entwicklung. Und ist das dadurch nochmal eine andere Liebe zwischen euch geworden? Seid ihr zwei, wie ich sehen kann, bezaubernde Kinder habt? Die Liebe ändert sich. Genau, also es ist nicht mehr so, man denkt nicht mehr so im Kleinen, sondern schon im Größeren. Und der Sport ist, also ihr seid... Also schon für die SG oder für mittlerweile FC Schweinanger Kumpelstadt, ja, für SGG, wo wir hier sind, weil wir kommen ja aus dem Ort. Ja, wir sind schon bei unzähligen Spielen eigentlich früher ohne die Kinder fast zu jedem Heimspiel gewesen. Jetzt ist es dann doch meistens die Familie, die erstmal im Vordergrund steht. Aber jedes Mal, wenn natürlich die Möglichkeit besteht, dann nutzen wir die Chance und gehen hier auch zum Fußball. Wollt ihr für immer hier bleiben? Na, ich denke, das ist bei uns daraus auch begründet, dass wir von der Arbeitsseite hier an den Ort gebunden oder an den Nachbarort gebunden sind, weil das Familienunternehmen da ist. Und deswegen sind wir da hier schon. Aber wenn das nicht wäre, hast du manchmal die Idee oder so eine kleine Gedanken vielleicht doch mal woanders? Ich sag mal, grundlegend habe ich was studiert, was hier in der Region ein bisschen schwierig ist. Ich habe Ernährungswissenschaften studiert und hier in dem Bereich ist es halt ein bisschen dezimiert. Also ich sag mal, in den Großstädten wäre da schon die Möglichkeit besser. Aber das ist natürlich auch aus Liebe dahingehend, dass ich gesagt habe, hier steht das Autohaus und deswegen bleibe ich auch hier. Fällt dir das leicht, sozusagen auch was aufzugeben, weil man was Schönes anderes dafür bekommt? Oder ist manchmal auch schwer? Doch, also ich denke, das, was man dafür bekommt, ist deutlich mehr. Hast du für Sie was aufgegeben? Naja, jedenfalls nicht hier solche Gedanken also aufgegeben. In dem Sinne natürlich, man ergänzt sich gegenseitig mit seinen Hobbys oder sowas, was man da vielleicht kürzer tritt oder was Vorlieben beim Fernsehschauen sind und all solche Sachen. Ja, oder Hobbys, klar, ne, wo man sagt, man geht dahin, man geht dorthin. Ja, da gibt es dann schon Kompromisse. Also, vielen, vielen Dank für eure Zeit und ein gutes Spiel. Vielen Dank. Macht's gut. Bisschen müde sind wir, ne? Also, Dankeschön. Tschüss. Cornelius. René Jürgen, hallo. Freut mich, hi. Ich habe gerade schon gesehen, du hast hier den Fanstand, den Merchstand inne. Das ist richtig. Wie kommt man dazu, dass man nicht nur Fan ist, sondern sogar Fansachen verkauft? Na gut, ich bin im Verein tätig, seit vielen Jahren hier, reise auch zu allen Auswärtsspielen mit, bin aber auch gleichzeitig hier vor Ort und helfe bei Arbeitseinsätzen mit oder wenn was ausgeschenkt werden muss und so weiter. Heute eben als Merchandising-Verkäufer. Und warum machst du das? Sehr viel Zeit, die da drauf geht, wenn man sich im Verein engagiert. Ja, aber die Liebe zum Verein, die Liebe zum Fußball und auch Abwechslung zum Job. Und irgendwas, finde ich, sollte man immer tun im Ehrenamt. Das gehört sich einfach so, bin ich der Meinung. Also ich bin insgesamt in 3 oder 4 Vereinen, wo ich überall ein bisschen was mache. Und ich denke, das gehört einfach dazu, zum Leben. Die Liebe zum Verein, worin äußert sie sich denn noch? Also bist du richtig emotional auch getroffen, wenn es dir mal eine Weile schlecht läuft? Oder wie merkst du, dass diese Liebe bei dir am Start ist? Also erstmal freue ich mich schon die ganze Woche drauf, wenn ein Spieltag ist. Ja. Dann denke ich schon immer mal dran. Dann fahren wir natürlich dahin zum Auswärtsspiel oder auch daheim, je nachdem. Wenn ich nicht helfen muss beim Verein, dann bin ich als Fan an der Seite. Und ich fieber mit, jeder Spielzug. Und auch wenn ein Tor geschossen wird, bin ich am Jubeln. Manchmal bin ich heiser dann. So wie letzte Woche, da haben wir 2-2 in der 90. Minute gespielt. Dann war ich erstmal heiser 3 Tage vor Freude. Ja. Woran denkst du noch, wenn du das Wort Liebe hörst, außer an Fußball? Und ja, an meine Frau natürlich, ne? Und an meinen Hund, an meine Eltern und an Fußball. Deine Frau, wie habt ihr euch kennengelernt?
Eigentlich beim Fußball. Tatsächlich. Also meine Frau ist auch Schweiner-Fan. Wir sind viele Jahre zusammen weggefahren, auch freundschaftlich, und irgendwann ist daraus die Beziehung entstanden. Wenn du jetzt schon in so vielen Vereinen bist und dir das wichtig ist, dich zu engagieren, hast du noch so Träume, was du da gerne noch machen würdest oder wo du gerne mal noch hin würdest? Jetzt vereinsmäßig gesehen? Ja, also was du dich noch gerne... Ich möchte mit Schweiner in die Bundesliga aufsteigen. Ja? Was fehlt noch? Ein paar Ligen dazwischen. Ja, das ist schon klar, aber wie potent ist hier das lokale Patron? Ist das möglich? Nee, oder? Nein, das ist nicht möglich. Nein, das geht nicht. Danke dir, Jürgen. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Tschüss. Nice to meet you. And as I just told you, we are talking about love. What comes to your mind first when you think about love? When I think about love, I have in mind family. Like, I'm from Africa, and in Africa, the family is cousins, uncles, it's really large. So, first thing I have in mind is family. And where exactly do you come from in Africa? I come from Central Africa, specifically Cameroon. So if we have the whole world, how does it come that you end up here in Schweiner? Yeah. I would say I met my wife in my country, Cameroon. She was working there. And we met. There was an expo I was working for. And she was a teacher. We met there, and everything went really fast. We decided to stay together and have a family. What makes her special? I would say she really observes, and she's, how would I say it? Compassion. Compassion? Kind of compassion, and she can really share. Feelings, like what people feel, she can really connect to that. Mm-hmm. Yeah, because I met different people. There are some who just look when you have maybe a problem or in a bad position, they just don't care. She's different. So that's what I... When you love somebody, like you love your wife, what's most important that this love can continue, that it does not break apart? Is to always try to be sincere. And I would say it's like a flame. Like a? Like a flame. Like a fire. If you let that burn, and it will just off. You need to put wood or gas, or I don't know, you need to feed it. Mm-hmm. So for me, it's like my love is like that. It's not something that's flatline. You need to feed it. Some days you will feel it low. Other days it will be a bit. So it doesn't always have to burn high like this. No, but not always. Yeah. It's not. This is the passion. Like passion is cannot stay for so long. You have that, but deep inside you need to know if really you can give your life for someone. I wish you the best of luck for that. And thank you very much, Roland, for taking the time and talking to me. Really big pleasure. Ich fand heute interessant, wie stark Menschen sich auch nach Liebe in Gemeinschaft sehnen. Wie Lina, die über ihren Arbeitgeber spricht, als wäre es eine Familie. Oder auch Sven, der über seine Einheit sagt, wir sind immer füreinander da, stehen immer füreinander ein. Und über wen kann man das schon sagen im Leben? Wer dazu einen Gedanken hat oder auch nur eine Meinung, kann dieses Video gerne kommentieren und am besten den Kanal direkt abonnieren.